Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Wachsendes Selbstvertrauen. Tobias de Vries ist Teil des Go Global Jüngerschaftszentrum Cambio auf Gran Canaria. Er berichtet von Lennart, einem Teilnehmer bei Cambio. Von Anfang an fiel mir auf, wie still Lennart war, vor allem in den Unterrichtseinheiten bei Cambio. Offensichtlich war er ein schüchterner Geselle. Im Einzelgespräch bemerkte ich allerdings, welch gute Gedanken er hatte, und ich äußerte den Wunsch, dass er sie doch mit einbrächte. Das war eine Riesenherausforderung für ihn. Im Laufe des halben Jahres veränderte sich Lennart. Er begriff, dass es von Gott abhängt, welchen Wert er hat, dass Gott ihn liebt, ob er sich nun traut, vor Menschen zu sprechen oder zu beten oder eben nicht. Am Ende von Cambio betete Lennart laut in der Gruppe, hielt Andachten und motivierte die anderen Teilnehmenden, über sich hinauszuwachsen. Seine Frau Mika sagte mir am Ende von Cambio: "Hätte mir jemand vor einem halben Jahr gesagt, dass Lennart laut in einer Gruppe betet, hätte ich es nicht geglaubt. Mit dieser Entwicklung habe ich niemals gerechnet." Dazu aus Galater 4, Vers 6: "Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns ruft und Abba, Vater, ruft." Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.